Weiter geht es mit einer neuen, tiefenverstörenden Folge Resident Evil 7 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte verstörende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr wollt mehr davon sehen? Dann lasst eine Bewertung da. Es dauert für euch nur eine Sekunde und ihr bekommt direkt eine weitere Folge. Ansonsten schauen wir jetzt mal, wie es hier weitergeht in Folge Nummer 3. 7. Juli 1991. Wir sind jetzt hier im Anwesen der Familie Baker und finden Schießpulver. Und Schießpulver können wir unter anderem kombinieren. So, wartet mal. Wir haben jetzt hier das Pendel der Uhr. Und mit dem Pendel der Uhr können wir doch da hinten an der Uhr bestimmt irgendwas machen. Wisst ihr, was ich wirklich verdammt unheimlich finde? Dass Großmutterli sich immer bewegt. Dass sie uns regelrecht verfolgt. Was will Großmutter nur? So, rüber damit. Pendel brauchen wir. Können wir auch erstmal einlagern. Denn man merkt schon, wir haben wenig Platz. Typisch Resi. Wir haben zweimal Heilung. Das ist ganz gut. Wir haben nicht zu viel Heilung verschwendet, als wir den Daddy Baker bezwungen haben. Die alte Hundelunge. Okay, wartet mal. Hier ist sonst nichts, oder? Man kann immer wieder jede Menge Krempel finden. Hier zum Beispiel Kraut. Kraut ist wichtig, weil Kraut und Chemie gleich Wunderwodka. Gib mir. So, jetzt haben wir dreimal hier Wunderwodka. Dreimal den Wunderzauber-Wodka. Hier ist nichts. Bitteschön. Bim. Bim. Und wir haben einen Hundekopf. Die brauchen wir. Sogar sehr, sehr dringend. Boah, aber ich liebe dieses Spiel. Ich bin so gehypt aufs nächste Resident Evil. Ich hoffe, ich bete, das kommt wirklich im Frühjahr. Wäre natürlich sehr, sehr hart, wenn das erst zum Weihnachtsgeschäft 2021 kommen würde. Aber wir sind alle mal optimistisch, okay? Wir sind alle mal optimistisch und hoffen, dass wir Glück haben. Und das Spiel kommt vielleicht eventuell im März. Das wäre sehr, sehr geil. So, schaut mal hier. Ich meine, wer baut denn bitteschön sowas? Sowas Aufwendiges. Ein Mechanismus mit irgendwelchen Hundeköpfen. Okay. Hier brauchen wir Skorpion. Hier brauchen wir auch etwas, damit wir hier den Sky Hunter machen können. Da drüben ist die Flinte, die wir nicht nehmen können, weil sobald wir sie nehmen, geht eine Tür runter. Das meine ich. Das ist die Baker-Familie. Irgendwelche Rednecks. Rückständige. Rückständige Menschen. Das ist das Oberhaupt der Familie. Großmutter Baker. Und diese Menschen bauen so etwas. Hobby. Okay, das Hobby von Daddy. Alter, was war das? Ach ja, stimmt. Hier gab es ja einen Dinosaurier. Und da unten ist Mama Baker. So, Munition nehme ich gerne mit. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Was hat sie gerade gesagt? Dein Mann hat meine Freunde getötet? Ja, irgendwas schwirrt hier mal rum. Das klingt wie so ein Flugdino. An den kann ich mich erinnern. Da haben wir auch damals sehr wild gerätselt. Kraut, nice. Kann man eigentlich auch Kraut fressen? Oder muss man das immer mischen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Okay, hier ist eine Flinte. Da ist eine Flinte in dem Raum. Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Hippie-Matt. Schmeckt bestimmt Gill. So, Boppelmann, du bist erstmal weg. Mia.
Das ist wieder so eine ominöse VHS. Warte mal, konnte man das Buch irgendwie öffnen? Yes! So, den nehmen wir mit. Und bevor wir uns jetzt hier um die VHS kümmern. Was haben wir hier? 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm von ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach schützen. Vielleicht lasse ich mir von Lucas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lucas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Das große Schiff. Das große gestrandete Schiff. Aber ich will hier auch nicht spoilern für die Leute, die das Spiel gar nicht kennen. Ich habe ganz viele Kommentare gelesen, wo Menschen geschrieben haben, hey, what? Ich kenne das Spiel gar nicht. Hab das noch nie gesehen. Deswegen will ich auch jetzt nicht irgendwie den Leuten da alles verderben. Ich versuche nicht mich unbedingt dumm zu stellen, weil es wäre auch ein bisschen blöd. Ihr wisst ja, ich habe schon durchgespielt. Aber ich versuche halt so ein bisschen die Überraschung offen zu halten. Und wie gesagt, ein paar Dinge habe ich auch wieder vergessen. Ich habe es nur einmal gespielt. So, mein Freund. Ah, die beruhigende Safehouse-Melodie. Jetzt schieben wir erstmal wieder hier Sachen rein. Das hier können wir verbinden mit dem. Blub, blub, blub. Alright, dann bringen wir den Hundekopf weg. Dann haben wir nämlich schon 2. Dann fehlt nur noch einer. Für Cerberus. Ah, ganz entspannt. Endlich mal ohne diese ganzen Abgründe des Grauens. Nur Großmutter macht mir Sorgen, wie sie da oben sitzt und sabbert. So, jetzt fehlt nur noch einer. Und natürlich wollen wir die Flinte. Die Flinte ist ultra, ultimativ, mega, super wichtig. Kann ich die Omi abstechen? Ich bin echt krank, oder? Mein Gedanke, kann ich Omi abstechen? So, habe ich alles mitgenommen? Mein Badezimmer. Okay. Klassischer Fall von Schwarzschimmelbart. Igitt. Dankeschön. Ich will es auch gar nicht wissen. So, Pistolenmunition haben wir jetzt eigentlich ganz gut, aber ihr kennt ja Resident Evil. Man shootet 10-mal daneben und... Guck mal, da oben ist echte Medizin. Nicht irgend so ein dämliches Sumpfkraut. What the hell? Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Okay, okay. Okay, du bist der Mann der Gaben. Ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe? Alter, können wir eine Pause machen? Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Okay, ich hab's verstanden, Boy. Oh, verflucht. Kannst du mir nicht mal eine Pause geben? Habt ihr sein Gehirn gesehen? Hart widerlich. Großmutter, sag doch du mal was. Großmutter ist weg. Scheiße, Mann, wer rollt die Alte denn immer um? Leck mich! Ey, der ist wie Mr. X, ne? Was hat er sich denn da gebaut? Eine Tapezierrolle mit Klingen und Nägeln? Das ist mein neuer Nemesis. Daddy ist mein Nemesis. Hat er mich verloren? Ethan! 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 Nein, Daddy! Bitte, Daddy, lass mich in Ruhe.
Er sagt, ich soll ihn Daddy nennen. Er will es so. Okay, hier bin ich sicher. Der einzige Ort. Okay, wir gehen hier unten durch. Tricksen die dumme Sau aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, das ist die langsamste Tür der Welt. Okay. Hier unten kann er nicht rein. Hier kann er nicht rein, Freunde. Dann müssen wir ganz schnell wieder in die Mansion. Die Mansion, Baby. Okay, wo bist du? Daddy? Okay, Daddy ist nicht hier. Oh Gott, Daddy ist hier! Ja, leck mich doch! Dass die immer durch Wände kommen müssen. Okay, okay. Ich bin in meinem sicheren Häuschen, Daddy. Jetzt habe ich aber wenigstens hier einen guten Durchgang. Jetzt gehe ich nochmal hier durch. Und dann hoffentlich schaffen wir es nach oben. Dass wir uns die VHS ballern können. Hey, Paps. Renn. Renn, Alter. Oh Gott, warum bist du hier? Warum bist du hier? Du Psycho. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. VHS gucken. Es ist Filmabend, okay? Also lass mich in Ruhe. Jeder hat Respekt vorm Filmabend. Da wird nicht gemordet. 2017, Mia Winters. Das alte Haus. Ethan, wenn du dies findest. Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Wer macht denn sowas? Wer hängt denn da überall widerliche Puppen auf? Oh Gott, das alte Haus, ne? Alles klar, automatische Türen. Hier drüben, Mami. Oh, fu! Ah. Boah, schaut euch das an. Und warum haben die so viele Fernseher? Fragen über Fragen. Wie geht's? Überall Spinnenweben. Und irgendwelche Nester. Oh nein, sie kommt. Oh no. Ich muss mich verstecken. Ja, wo denn? Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Das nennst du eine Gabe, hier zu hausen? Gott, die Mutter ist noch fertiger als der Vater. Oi, das brauchen wir. Hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht,
Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Okay, easy. Ganz easy. Dieses Haus ist mir ranzfurz egal, Mama Baker. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Na, was will ich denn mit ihm anstellen, ha? Sag's mir, Mutti. Oh, wow, 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 wow. Ich spring gleich hier runter. Nein, nein, komm nicht hierher. Oh nein, sie kommt wirklich hierher? Beweg dich nicht! Oh, verflucht. Ja, was hier? Oh Gott! Du warst ein böses Mädchen! Okay, ich muss da raus. Aber wie? Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Ah, hier geht's rum. Es weiß Dinge. Okay, hier ist ein Teil von einem Flammenwerfer. Einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Alles klar, ich bin diesmal ultra vorsichtig. Ich dachte nämlich nicht, dass hier rumgeht. Da habe ich natürlich eine etwas bessere Deckung. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Wir planen nichts, Mom. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Nichts. Ich bin der Familie treu ergeben. Komm schon, du alte Schachtel, geh endlich weg. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Hier drüben. Die ist aber auch zäh, ne? Nein, nein, komm nicht hierher. Und irgendwie verdammt groß. Die alte Maggie. Oh, ich brauche einen Flammenwerfer. Unbedingt, ich brauche unbedingt einen Flammenwerfer, Leute. Mama Baker, werde ich die Nippel wegbrennen. Ob ich jetzt hier durchziehen kann, schnell? Ah, sie bewegt sich wieder. Achtung. Okay, komm nicht hier drüben hin, bitte. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Man will gar nicht wissen, was die Babys sind. Alter, jetzt verzieh dich doch endlich. Endlich, endlich. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen! Und was machst du? Lady, ich wollte das alles nie. Ah, hier brauchen wir eine Spinne. Wartet mal. Mhm. So. Und... Ah, fast. Ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen höher. Komm schon. Bevor wieder Mama Baker kommt und mich fressen will. Okay, warte mal. Irgendwie stimmt's noch nicht so wirklich. Aber doch, das muss so sein. So. Damals habe ich das so easy hinbekommen und jetzt... Nee, warte, jetzt stimmt's irgendwie nicht. Also nochmal. Da unten sehen wir das Beinchen. Naja, doch so. So, ja, das ist schon nicht schlecht, aber irgendwie fehlt noch so ein kleiner Millispritz. Okay, jetzt hat es genommen.
Da wollte er es aber ganz genau. Gut, dann... ja, schauen wir mal. Oh, verflucht. Oh, verflucht, da ist sie. Okay, hier durch. Ich dachte, wir könnten noch durch die andere Tür. Aber verflucht. Vergiss es. Mit Mama Baker am Sack. Dass sie das alles filmt, ne? Die olle Mia. Komm schon. Okay, okay. Okay, das ist mein Weg hier raus. Merkt euch das Teil vom Flammenwerfer. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Hat sie mich gesehen? Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Ich finde die Mutter so widerlich. Und ihr werdet später sehen, warum. Warum sie so abartig widerlich ist. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm Ehrlich uns gesagt, an. Ich fühle mich nicht sonderlich geliebt. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Kann man hier irgendwas öffnen? Ah, drauf gepupst. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Oh Gott, oh Gott! Wer hat das zugemacht? Moment, das bin ich, Mia und ein kleines Mädchen. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan! Ethan, bitte! Ethan, nein! Oh Mann. Oh Mann. Welcome to the family, son. Aber jetzt, wo der Videoabend vorbei ist, irgendwo da spaziert immer noch Daddy Baker rum. Mit seiner komischen, modifizierten Farbrolle. Mit seinem komischen Kleiderentfussler, was er da irgendwie dabei hat. Mit Nägeln und Rasierklingen und... ah, der Mann ist kreativ, das muss man ihm lassen. Der Mann ist sehr, sehr kreativ. Was haben Sie dir angetan, Mia? Bin ich Daddy Baker los? Okay, warte mal, was habe ich denn hier? Moment, hier ist Inventar. Ist aber nicht die Spinne, oder? Nee, das ist der Vogel. Alter, was ist das? Hier ist doch irgendwo ein Flugdino. Okay, Skorpion brauchen wir hier. Daddy Baker. Was brauchen wir denn hier? Eine Schlange oder was soll das sein? Yo, Daddy, bist du hier? Gönn dem alten Ethan mal eine Pause. So, Vogel. Moment, ich glaube, das da vorne ist der Schnabel. Yes! Das hat er jetzt irgendwie relativ schnell angenommen und auch irgendwie war es nicht so sauber. Die Spinne. Wer baut diesen Mist? Ey, das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Wer baut diesen Mist? Also die Spinne, ne? Die hat da mehr rumgezickt. Wer baut diesen Mist? Wer ist für das alles hier verantwortlich? Und wo zum Geier bin ich nun? Im Jagdzimmer. Im guten alten Trophäenzimmer.
Ich meine, wie kommt man allgemein auf die Idee zu sagen, ja, hierfür brauchst du jetzt den Zwillingsrabenvogel? Ah, warum? Oh, hier ist noch ein Bobby. Ich weiß gar nicht, 28 Stück oder so gibt's von denen? Und irgend sowas. Ich hab sie mal aus Interesse sammeln wollen, weil ich dachte, hey, vielleicht gibt's da irgendwas Besonderes. Aber nö, ist eigentlich egal. Machen wir direkt hier wieder ein bisschen... Ach, Moment, wieso rum? Bisschen Wunderwodka. Geh mit der Wodka. Das Klo ist erschreckend sauber. Okay, ich habe auch sehr viel Muni mittlerweile. Sehr, sehr viel Muni. Noch mehr Muni. Und nochmal hier, Alter. Man muss wirklich in jede Ecke reingucken. Das ist schon übel, wie viel Zeug hier eigentlich rumliegt. Wer gründlich spielt, hat auch enorme Vorteile. Wie in jedem Resident Evil. Ich meine, vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Resi-Let's Play von mir verfolgt. Mann, ist die Zimmerpflanze hier drüben verkommen. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts. Also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. 3 College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August. Obdachloser Mann. In 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Okay. Okay. Und hinten sehen wir Zähne. Wohnen hier Kinder? Großer Gott, hoffentlich nicht. Mmh. Oh, geil. Kann man das ausschütten? Nein, die bappen richtig fest. Ah, lecker, ne? Richtig, richtig lecker. Die Köderbox. Auch hier, guck mal, hier lag noch Schießpulver. Also Dinge. Oh, holy moly. Willkommen im Raum des Fungus. Oh, verfluchter Fachschreck. Hey, Dr. Schimmel. Alles klar, Achtung, er macht einen Schimmelsprint. Versau mir hier nicht mein Trophäenzimmer. Eigentlich ein richtig hübscher Raum. Ah. Mann, Schimmel hält echt viel aus. Das muss man dem Schimmel lassen, ne? Ja, 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 ist gut, Dr. Schimmel. So viel zum Thema viel Munition. Gehst du weg? Oh mein Gott, der Schimmel wird schneller. Notiz an mich, Schimmel im Bedrängnis wird aus irgendeinem Grund schneller. Mist. Nein, nein, ich hänge irgendwo. Oh. Ey, Mr. Schimmel, Mann. Du frisst meine ganze Drecksmuni. Ah, ich stecke im Kamin. Oder was auch immer das war. Jetzt kratz doch endlich ab. Die sterben doch dadurch, oder nicht? Soweit ich weiß, kann man die mit Shotguns und Pistolen töten. Er hat einen Arm verloren. Das ist ein Anfang. Boah, Gott. Was, jetzt echt? Ich dachte, ich hätte gewonnen.
dachte, ich hätte gewonnen, Kumpel. Ich brauche eine Shotgun. Ich brauche unbedingt eine Shotgun. Ich messer dich gleich. Dude. Mist. 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 Oh Gott, wenn man unter Panik ist. Holy. Gar nicht gut. War keine schöne Erfahrung. Ich hoffe, wir können damit aufhören. Okay, da unten ist der Keller. Oh Gott, ich erinnere mich an den Keller. So, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielleicht, wahrscheinlich, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Munition. Nicht viel. Tschüss. Bewerten.